Hallo und willkommen zum Video zur ersten Stunde VR in der Unreal Engine. Ich befinde mich in der Unreal Engine 5.2. Das Ziel ist es, dass wir eine Tür erstellen, die sich bei Auslösen eines Triggers öffnet und bei Verlassen wieder schließt. Dafür erstellen wir uns hier im Content Folder einen neuen Ordner, der da heißt Door. Öffnen wir und darin erstellen wir eine Blueprint Class mit einem Actor, also ein BP underscore door. Wir brauchen bloß einer, die öffnen wir auch. Das Fenster ordne ich mir jetzt hier unter. Ihr seht hier, wir haben einen Viewport, ein Construction Script, ja, und ein Event Graph. So, im Event Graph werden nachher alle Aktionen ausgelöst, programmiert. Im Construction Script werden Scripts erstellt, die Objekte erstellen können. Das brauchen wir heute nicht. Dafür brauchen wir umso mehr den Viewport. Im Viewport erstellen wir jetzt unsere Tür. Die Tür besteht aus einem Türrahmen und der Tür selber. Wir haben den Starter-Content mitgeladen anfangs und erstellen uns hier unter Plus Add Static Mesh erstmal den Door Frame. Den findet ihr auf der rechten Seite unter Details. Seht ihr das Static Mesh? Noch steht da None. Wenn ihr aber hier nach Frame sucht, gibt es ein SM Door Frame. Da ist er. Und als zweites erstellen wir uns die eigentliche Tür. Also noch ein Static Mesh. Und hier gibt es die Door, das ist dann die SM Door. Ich habe hier schon mein Raster auf die 5 gestellt. Wenn ihr das noch auf der 10 habt, die 10er Schritte sind zu groß, stellt ihr auf die 5, damit ihr die Tür richtig einpassen könnt. Das nächste, was wir brauchen, ist eine Actor-Sequenz. So. Und die nennen wir Door Open. So, auf der rechten Seite klickt bitte auf Open in Tab, eure Sequence geht auf und bei Plus Track Component wählt ihr die Door aus. Unter Door ein Track und wir wollen das Ganze transformieren, weil wir rotieren wollen, also Transform. Unter Transform gibt es dann Rotation und bei Yaw könnt ihr dann die Tür hier öffnen und schließen. Nochmal auf die 0. In der Animation wird es so aussehen, dass wir bei Keyframe 0 uns einen Keyframe setzen, dann auf 2 Sekunden gehen und hier möchten wir das Ganze um 90 Grad gedreht haben. Das könnt ihr eingeben oder ihr könnt manuell die Tür drehen und das reicht uns auch schon. Jetzt seht ihr hier, noch ist die Animation 5 Sekunden lang. Wir wollen die bloß auf 2 Sekunden haben. So. 60. Das war es hier fast. Als nächstes brauchen wir einen Collider, also eine Collision Box, die angibt, ab wo denn die Tür, ab wo das ausgelöst wird, dass die Tür geöffnet oder geschlossen wird. Das muss natürlich Collision Box heißen. Collision. So, und hier im Fenster. Mit R machen wir uns die Box ein bisschen größer. Mit Tastenkürzel W verschieben wir die Collision Box. Und das reicht schon aus. So. Gut, wir gehen in den Event Graph. Und ihr habt hier auf der linken Seite noch Collision angeklickt und findet dann ganz unten die Möglichkeiten, wie Events ausgelöst werden können. Und wir brauchen zwei Auslöser. Das ist zum einen on Component Begin Overlap und wir brauchen einen Component End Overlap. Ein Blueprint besteht aus einem Execution Pin, das ist hier oben, diese Weise, und darunter gibt es Parameter.
Wie das funktioniert, sehen wir gleich. Wir brauchen hier unsere Actor Sequence, die ziehen wir einfach via Drag and Drop ins Fenster. Aus der Sequence holen wir uns den Sequence Player. So. Get Sequence Player. Und aus dem Sequence Player brauchen wir einmal ein Play, das vorwärts abgespielt wird. Und als nächstes brauchen wir ein Play Reverse, damit es rückwärts abgespielt wird. So, und das Play zum Vorwärts abspielen brauchen wir, sobald der Overlap der Collision Box beginnt. Das heißt, das ziehen wir hier rein. Und sobald wir die Collision Box verlassen, wird das Ganze rückwärts abgespielt. So, das ist auch alles hier aus dem Blueprint. Da muss kompiliert werden. Bevor ihr kompiliert, schaut mal bitte, dass hier mit diesen drei Punkten gibt es Save on Compile und ich habe gerne das Always an. Das heißt, jedes Mal, wenn kompiliert wird, wird das Ganze auch gespeichert. Jetzt könnt ihr euren Blueprint hier reinziehen. Was jetzt noch passieren wird, ist nämlich, dass erstmal nichts passiert, wenn ihr das startet, da euer VR-Pawn selbst keinen Collider hat. Das heißt, es gibt keine Kollisionsabfrage untereinander. Dafür geht ihr also, sucht ihr nach dem VR-Pawn. So, den findet ihr hier. Doppelklick darauf, da geht der Blueprint auf. Und im Viewport seht ihr dann die Kamera und eure virtuellen Hände. Und wir lösen das jetzt mal mit der rechten Hand aus. Unter dem Motion Controller Right. Motion Controller Right. Da erstellen wir jetzt noch ein. Nehmen wir eine Collision Capsule. So. Die muss nicht so groß sein, aber das ist jetzt auch egal. Also das reicht hier, damit wir das abfragen können. So, jetzt fällt auf, wenn ich die Tür hier in mein Level gezogen habe, dass sie geöffnet ist. Das passiert, wenn ihr in eurem Blueprint die Tür hier stehen lassen habt, schaut, dass ihr wieder zurück auf 0 gegangen seid. Nochmal speichern. Die Tür können wir dann nochmal hier rauslöschen und setzt die neu rein. Jetzt ist sie auch geschlossen und auch beim Starten eures Levels geschlossen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel noch euren Collider verändern wollt, könnt ihr das immer noch tun. Und müsst damit nicht in den Blueprint reingehen. Ihr seht hier unter Details sind alle Elemente, aus der euer Blueprint besteht. Und ihr könnt hier auch die Collision Box jetzt woanders hinsetzen, größer und kleiner machen. Das ist vollkommen okay. Ich habe meinen Player Start jetzt noch verändert und habe den, wo ist der, hier bei Player Start, bei der Location auf 000 gesetzt. Anfangs hatte der eine Bad Size. Hier. Aber interessanterweise, wenn man den hochsetzt und dann wieder runter, ist die Bad Size nicht mehr da und man startet nicht aus so einer Gigantenperspektive. Wir starten das jetzt mal. Und sehen, dass wir uns an der richtigen Stelle befinden. Transportieren uns hierher, die Tür geht auf. Sobald ich die Hand hier wieder aus dem Collision-Bereich rausnehme, geht sie wieder zu oder ich bewege mich selber aus dem Bereich raus. Alles so, wie wir das haben wollen. Bis zum nächsten Mal.